Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ja, wir sind gerade bei der Mission Druidenbergung auf Tatooine und ich wollte den Missionstext vorlesen. Ein Feuchtfarmer auf Tatooine hat vor kurzem eine Gruppe von Schmugglern belauscht, die sich in einer Bar über einen Sith-Kult unterhielten. Seine R5-Einheit hat die Unterhaltung aufgezeichnet. Leider bekam er es mit der Angst zu tun und verkaufte den Druiden an ein paar Jawas, bevor er Tatooine verließ. Wir müssen diesen Druiden finden. Bevor die Jawas seinen Speicher löschen. Du musst die Jawas finden, ihnen den Druiden abkaufen und zur Akademie zurückkehren. Das dürfte mehr ein Routineeinsatz werden, aber so kannst du wenigstens das Verhandeln lernen. Begeben wir uns nach Tatooine. Später. Wie gesagt, erstmal einen bei Heilung holen. Ganz wichtig, so können wir uns nämlich einfach zwischen den Kämpfen in die Ecke stellen und heilen. Ja, was? Nie sind sie da, wenn man sie braucht. Spuren. Vielleicht waren sie hier und sind schon wieder weg. Schau mal, ob du ihre Sandraupe finden kannst. Vielleicht steht sie im Canyon. Ich rede mit den Feuchtfarmern, was sie über den Kult wissen. In Ordnung. Keine Angst. Jawas sind recht friedlich. Ja, Menschen gegenüber Droiden nicht so ganz. Da kannst du ja 2 fragen. Und 3PO, wenn 3PO nicht hilfreich sind. Aber ich find's auch sehr nett. Es ist ein super Jedi-Meister. Warnt mich so, ja, brauchst keine Angst haben. Jawas sind ziemlich friedlich. Weißt du, wovor er mich hätte warnen sollen? Den da, den Tastenräubern. Ach, da oben ist einer. Ja, warte mal, hier. Das ist das Ruptor-Gewehr. Zack. Deswegen habe ich das Ruptor-Gewehr dabei. Ja. Kann man nämlich den anderen bösen Sniper ausschalten. Und das... Hier, das Gewehr nehme ich immer mit, weil... Es einfach super praktisch ist. So ein Allrounder-Gewehr zu haben, bis die Sturmtruppen auch einsetzen. A, kriegt man dafür dann mal ziemlich viel Munition. Und B, finde ich es einfach passend, die Typen mit ihren eigenen Waffen zu verlegen. Und ich glaube, ich muss wieder mal das machen. Aber... Vielleicht sollte ich auch mal andere Zahlen ausprobieren. Huch. Nein. Ausweichen. Ich probiere mal eine andere Zahl aus. Machen es mal leicht und machen mal halbe. Und nehmen mal die 10. Ist wieder einer, der einen Schuss vom Disruptor-Gewehr haben will. Was? Das gehört sich aber nicht hier, einen Schuss einfach überleben. Ja, da müssen wir lang, keine Sorge. Aber ich gras die jetzt lieber nochmal ab. Sicher. Und... Vielleicht muss man das alles doch gar nicht machen. Da kann ich nicht lang. Doch. Schade. Ja, ich dachte, hier kann man das machen und das ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen, aber... Geht nicht. Schade. Ich verstehe nicht, wie die Jawas das geschafft haben, mit ihrer Sandraupe dahin zu kommen, wo ihre Sandraupe am Ende steht. Ich muss hier voll kompliziert durch irgendwelche Taskendörfer. Eigentlich ist das hier... nicht keine Teile von den Sandleuten, also den Tasken, sondern übrigens Sandleute gleich Tasken, ja, nur mal so am Rande angemerkt. Ich
Ja, falls ihr glaubt, das ist zu leicht. Keine Sorge. Das liegt nur an dem Schwierigkeitsgrad, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich kann jetzt aufgrund der Tatsache, dass meine Familie mir jetzt ausnahmsweise mal nicht auf den Keks geht, wenn ich mitten in der Nacht aufnehme. Nur noch mitten in der Nacht aufnehmen. Außerdem bin ich tagsüber schon beschäftigt, nämlich indem ich Pokémon-Kristall spiele. Ja. Genau. Neulich habe ich Pokémon Gelb durchgespielt. Du bist keine R5-Einheit. Nee. Da kann ich nicht lang. Ah. Da kommt, so kommt man da also hin, verstehe. Ich dachte, dich hätte ich umgenietet. Na egal. Hi. Ich glaube, wir nehmen mal wieder 20, ne? Kann man es auf Höhe einstellen jetzt? 20 fällt mir gerade auf. Wir nehmen einfach 34. Keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall super. Gibt es hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Nee. Ja. Gott, für diese Typen braucht man nicht mehr irgendwelche komischen... sowas hier. Braucht man bei den Typen nicht. Und ja, da kann man relativ stolz drauf sein, auf diese Fähigkeiten. Die bringen nämlich wirklich selten was. die bringen halt tatsächlich nur... Eigentlich habe ich keine Ahnung, wo die was bringen sollen. Wenn man gut ist, bringen die vermutlich was in... irgendwelchen Duellen später. Hi. Das ist nicht der Droide, den wir suchen. Oh, tolle Anspielung. That's not the droid you're looking for. Oder we're looking for, besser gesagt, in der Variante. Das Spiel hat übrigens einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Star Wars Spielen, die ich bisher gespielt habe. Lichtschwerter verhalten sich wie Lichtschwerter, heißt also, sie blocken Blasterfeuer ab, ohne Probleme, und sie schneiden alles kurz und klein. Du musst einen Gegner nur einmal mit dem Lichtschwert in die Fresse hauen und schon ist der Gegner tot. Nicht so wie in anderen. Hey, wenigstens weiß sie, dass es mehrere Java-Stämme gibt. Aber in der Regel sämtliche Java-Stämme Sandraub besitzen. Weil das die Art von Überlebenstechnik ist, auf die sich die Spezies der Javas spezialisiert hat, nämlich Handel mit Druiden. Diese Sandrauben sind halt dafür ultra praktisch. Weil man damit auf Tatooine halt wirklich riesige Strecken zurücklegen kann. Unglaublich viel Bereich hat, um Dinge unterzubringen. Ach ja, genau, da drin sind irgendwelche. Ich wollte erstmal hier draußen abgrasen, ob ich da nicht noch irgendwie einen umnieten kann. Aber nein. Jetzt kommt auch... Ich werde müde. Aber das kann man... ja, auch mal machen. Ob ich wohl dort hochkomme? Ja. Jetzt passiert das hier. Das finde ich auch äußerst schön.
Also ich muss sagen, der Unterschied zwischen der Variante hier und der Einschwierigkeitskateuren-Variante ist ja mal sowas von groß. Aber ich spiele lieber nicht auf leicht probieren. Da macht es ja dann wirklich keinen Spaß. Jetzt ist es von so einem RPG, naja. Ich würde sagen, von so einem Action-Adventure ist es ja jetzt mehr zu so einem Hack and Slay geworden. Wie komme ich da runter? Das ist auch asozial. Hi. Ja. Zack. Hi. Wir sind übrigens in der Verbrennungsanlage der Javas gelandet, nur nicht wundern, warum hier so viel Feuer los ist. Das ist deren Verbrennungsanlage für so den alltäglichen Müll, der anfällt, weil den kann man in Tatooine ja nicht einfach. Wie viele haben diese Javas? Außerdem, ganz schön viele haben die Javas. Was auch würde dein ganzer Stamm nur vom Handel mit Druiden leben, würdest du auch einen Haufen davon haben. Denn ey, es ist deine Einnahmensquelle. Du hast aber Glück, du bist ein Jedi. Brauchst du etwas nicht. Hi, komm mit. Sei ein braver Druide. Du musst der Druide sein, wegen dem wir hier sind. Aber es sind keine Javas mehr da, mit denen ich verhandeln könnte. Folg mir doch einfach. Ah, jetzt aktiviert er den Shortcut hier. Zack. Ihr nervt. Ich dachte, das habe ich klar gemacht. Jetzt kann ich euch gleich mal die Heile. Oh, doch nicht. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Gab es Probleme? Wenn man einmal von den Sandleuten absieht. Na, dein Kopf ist noch dran. Das scheinst du ja geschafft zu haben. Schaffen wir den Droiden zurück zur Akademie. Ja. Gute Arbeit, Jaden. Kyle sagte mir, du hast den Droiden allein geholt. Nur die armen Javas. R2 durchsucht die Speicherbänke des Droiden und guckt, was wir für Informationen finden. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten, hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt. R2 versucht herauszufinden, was sie suchen. Ah. Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen. Nichts wirklich Spannendes. Bei mir auch nicht. So scheint das Training wohl abzulaufen. Dachte, das wäre nur bei mir so. Meinst du, dein Meister hält dich bewusst zurück? Damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also, Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern. Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm, aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran. Vielleicht hat er ein Auge auf dich, wie du die Einsätze erfüllst. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich weiß nicht. Was meinst du, Jaden? Also ich... Bereit für eine Mission? Störe ich gerade? Nein, kein bisschen. Ich bin bereit. Los geht's. Ja, dann würde ich sagen, dann war's das auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss. Wir fangen jetzt noch den nächsten Part an. Ich lese das nochmal schön vor. Soforthilfe Bakura. Die Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über eine Energiestation in den Bergen übernommen. Sie haben mein Team zur Analyse entsandt, doch dieses hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, soll gestoppt werden.
Doch die Station selbst, Gern, muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan. Und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bakuraner suchen jemanden, der die Einrichtung infiltriert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Bom, würde ich sagen, machen wir? Kyle ist nicht in der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Ja, ich kann ja in diesem Menü nämlich nicht speichern. Weiter. Genau. Hilfe, okay, da passiert auch nicht viel. Wie gesagt, erstmal hier Heilung ganz hoch scannen, dann wähle ich die Waffen schon mal vor. Sag ich glaube, jetzt müsste der ein Autosave gesetzt haben, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Zeigen wir das noch? Mache ich jetzt, muss ich am Ende einer Aufnahmesession immer so machen. Ist vielleicht eine der Schwachstellen des Spiels, dass man nicht im Missionsmenü zwischenspeichern kann. Super spannend, nicht wahr? Ich werde die Aufnahmen jetzt auch nicht irgendwie hardcore bearbeiten oder so, die kommen in Faro nach oben. Bist du, Kyle? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten. Ich muss etwas tun. Bumm. Und da wären wir. Und jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt wird gespeichert. Du bist Beschreibung. P. Speichern. Okay. Gespeichert. Ich habe nicht auf Aufnahme beenden gedrückt. Ha. Ciao.